Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich im Namen des Kreisverbandes von Bündnis 90 Die Grünen hier in Göppingen begrüßen zu unserem diesjährigen Neujahrsempfang und unter anderem mit einer Rede nachher von Ska Keller, Mitglied des Europäischen Parlaments, eine der Co-Vorsitzenden der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament und bei der letzten Europawahl auch europaweite Spitzenkandidatin der Grünen gewesen. Liebe Ska, herzlich willkommen, vielen Dank, dass du hier bist und wir freuen uns schon auf deine Rede. Also ich begrüße ganz herzlich den Oberbürgermeister, den Hausherrn praktisch der Stadt Eislingen, Herrn OB Klaus Heininger. Ich begrüße den Baubürgermeister der Stadt Eislingen, Herrn Jürgen Kröger. Ich begrüße ganz herzlich Leni Breimeier, bisher ja immer Verdi Landesvorsitzende in der Begrüßung, inzwischen SPD-Landesvorsitzende. Schön, dass du da bist. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Georg Kolb und Frau Martha Alfia vom Hospiz in Farnau, Geschäftsführer und Hospizleiterin. Ich begrüße herzlich den Direktor des Landtags von Baden-Württemberg, unseren ehemaligen Kreisvorsitzenden Berthold Fries. Frau Elke Weckert möchte ich begrüßen, Schulrätin beim Staatlichen Schulamt in Göppingen. Margit Stump als Vertreterin des Landesvorstands der Grünen. Herzlich willkommen. Dann Thomas Mürder vom Polizeipräsidium Einsatz, der Polizeipräsident vom Polizeipräsidium Einsatz hier in Göppingen. Karin Beuta, Geschäftsführerin der SAW, möchte ich ganz herzlich begrüßen. Martina Heer, die stellvertretende Vorsitzende der Europa-Union und Vertreterin des Kreisfrauenrats Göppingen. Und da möchte ich noch Herrn Arun und Herrn Bakir von der Syrisch-Orthodoxen Gemeinde begrüßen. Und wer auch immer da schreit, den begrüße ich auch ganz herzlich. Ja, da Stimmung ist super. Ich möchte Sie alle, natürlich alle Regionalräte, alle Gemeinderäte, Rätinnen, die heute hier sind, alle Vertreter von allen Parteien, möchte ich ganz herzlich begrüßen, alle aufzählen. Das würde dann, auch wenn Sie nicht klatschen, ein bisschen lang dauern. Es freut mich aber, dass so viele da sind und ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen und jetzt Dr. Batscher. Auch von mir ein herzliches Willkommen, liebe Gäste, und am Anfang ein gutes, gesundes und erfolgreiches, wie auch spannendes politisches Jahr 2017 möchte ich Ihnen euch wünschen und auch Ska Keller ganz herzlich willkommen. Danke für diesen weiten Weg, wir freuen uns, dass du da bist und wir freuen uns auch, dass Sie an diesem kalten und verschneiten Januartag den Weg hierher gekommen sind und wünsche Ihnen jetzt einfach einen angenehmen Tag und einen schönen Ablauf. Möge dieses Jahr für uns alle unter einem guten Stern stehen. Sie sehen, wir haben unsere Sterne hier verteilt und diesen Wunsch möchte ich einfach an Sie, liebe Gäste, weitertragen. Vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie wieder einen Neujahrsempfang organisiert haben und diesen wieder in der Eislinger Stadthalle hier bei uns abhalten. Seit dem letzten Neujahrsempfang, bei dem wir hier in dieser Stadthalle zusammengekommen sind, haben sich einige Veränderungen und Herausforderungen in unserer täglichen Arbeit ergeben. Das vergangene Jahr 2016 hat uns viele unliebsame Überraschungen in Deutschland, in Europa und in der Weltgemeinschaft beschert. Für das Land Baden-Württemberg, den Landkreis und auch für unsere Stadt Eislingen war es insgesamt ein gutes Jahr. Aber beim Blick auf Europa und in die Welt wird deutlich, dass wir eben nicht auf einer Insel der Glückseligen leben. Ich bin deshalb dankbar und auch sehr gespannt auf Ihre hoffentlich mutmachenden Worte, liebe Frau Europaabgeordnete Keller. Mut und Zuversicht sind wichtig in Zeiten, in denen der Populismus um sich greift. In Zeiten, in denen die Briten zwar mit knapper Mehrheit, aber dennoch völlig überraschend einen Brexit herbeiführen. Zeiten, in denen Amerika Donald Trump zum Präsidenten wählt und die Meinungs- und Pressefreiheit in türkischen Gefängnissen weggesperrt wird. In solchen Zeiten sollten wir uns verdeutlichen, was wir in und mit Europa erreicht haben. Die Europäische Union ist und bleibt die stärkste, wirkungsvollste Friedensbewegung auf diesem Planeten.
es geht uns heute auch natürlich darum, es ist eine bewusste Entscheidung, über Europa, über die EU zu sprechen. Es geht uns darum, auch mal wieder das Thema positiv zu besetzen. Es wird viel gesprochen, selten positiv über die EU. Und das ist eigentlich schade, denn wie Sie gesagt haben, das ist eines der oder das große Friedensprojekt auf der Welt. Und das müssen wir auch positiv besetzen. Herzlich willkommen hier in Eislingen, meine Damen und Herren. In der Stadt der Vielfalt. Ich möchte jetzt keine politische Rede halten, ich möchte eigentlich die Gelegenheit nutzen, ein paar Sätze über Eislingen zu sagen. Wir haben ja hier das neue Rathaus und wenn Sie da reingehen, dann sehen Sie im Eingangsbereich ein Gedicht, das dort fixiert wurde. Da steht ein Gedicht von Mangalesh Dabral, einem indischen Dichter, der schreibt: Ich betrachtete die Stadt und lächelte und ging hinein. Wie kann man hier nur leben, fragte ich mich und ging nie wieder weg. So ging es mir auch, so ging es manchen, die ich jetzt hier vor mir sehe, das weiß ich. Eislingen ist eine Industriestadt mit 20.000 Einwohnern. Wir sind froh um die Industrie. Wir sind Ort der Vielfalt. Eine Auszeichnung der Bundesregierung für Kommunen, die sich besonders anstrengen, Menschen mit Migrationshintergrund zu integrieren. Ist auch notwendig hier. 18% der Eislinger haben keinen deutschen Pass und nochmal so viele haben Migrationshintergrund. Also wir sind ja schon, sagen wir mal, in der Größenordnung der Stadt Stuttgart. Das gibt natürlich nicht ohne Konflikte, aber ich glaube, wir kriegen das schon einigermaßen ordentlich hier hin. Liebe Gäste, was ist passiert letztes Jahr? Was ist geschehen? Ich glaube, das Spannende waren die Landtagswahlen 2016 und mit diesen wollte ich auch einen kurzen Einblick nochmal zusammenfassen. Ja, die Landtagswahlen 2016 und die Wahlergebnisse waren für uns Grüne wieder einmal historisch und herausragend. Mit 30,3% haben wir nicht nur das beste Ergebnis bei einer Wahl überhaupt erzielt, sondern sind erstmals in unserer parteipolitischen Geschichte die stärkste Kraft bei einer Landtagswahl und stellen den Ministerpräsidenten. Diesmal in der Kombination Grün-Schwarz. Sehr gut. Sehr gut. Kann so weitergehen. Diese Ergebnisse und die Freude darüber strahlten in alle Bundesländer, ins politische Berlin, Brüssel und europaweit aus. Es hat etwas bewegt und bewegt sich etwas in unserem Leben, in unserem Land, in unserer Demokratie. Liebe Gäste, wir haben ein einzigartiges Grundgesetz in Deutschland und wir haben das Glück, in diesem wunderbaren Land nach demokratischen Grundwerten leben zu können. Wir haben die Wahl, das Parlament, eine Regierung, eine Opposition, die Gewaltenteilung, in der wir in Freiheit und größtmöglicher Sicherheit leben. Jedes dieser Kernelemente ist bedeutsam. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Mein Name ist Dietrich Burchert, wurde schon ein paar Mal erwähnt und ich komme aus Göppingen und arbeite auch in Göppingen als Geschäftsführer der Holzhauszimmerei, als Zimmermann, Handwerker. 2017, wir haben es schon von den Vorrednern gehört, gibt es natürlich viele große Themen, gibt es viele Aufgaben, die bearbeitet und gestaltet werden wollen und sollten. Die Themen kennen wir alle zu Genüge, aber es liegt halt auch angemessene Lösungen zu finden. Mein Spruch zu dem Ganzen lautet fürs Jahr 2017: Ängste behindern Visionen. Jedoch Visionen behindern Ängste. Ich bitte um einen herzlichen Applaus für die Europaabgeordnete Ska Keller. Der Oberbürgermeister hat gesagt, ich soll, oder es wäre wünschenswert, wenn ich ein bisschen Mut und Zuversicht verbreiten würde. In der Tat brauchen wir das gerade ganz, ganz doll, aber das ist ja auch gerade nicht so einfach. Ne? Eila hat schon auf ein paar Sachen hingewiesen, mit denen wir uns gerade konfrontiert sehen in Europa. Und Europa, das ist ja nicht irgendwo weit weg, ne? Dafür bin ich jetzt nicht zuständig. In Europa sind wir alle. Europa ist das, was wir hier alltäglich leben. Gerade Sie in Baden-Württemberg wissen,
durch die Grenznähe, wie wichtig das ist, dass man Grenzen überschreiten kann. Gestern war ich erst in Lörrach bzw. Basel, ja, so zwischendurch halt. Und das ist halt völlig normal, die Grenzen täglich zu übertreten. Ich selber komme aus Brandenburg, von der polnischen Grenze. Da war die Grenze noch eine Weile länger dicht. Und wir haben erlebt, was es heißt, wenn Grenzen geöffnet werden, wenn Schlagbäume fallen, wenn es ganz normal wird, dass man die Grenze überschreitet. Und wenn dann Städte auch wieder zusammenwachsen, wenn Menschen zusammenkommen, wie großartig das ist. Und für mich ist das nach wie vor das Wesen Europas, das Wesen der Europäischen Union, Menschen zusammenbringen, Grenzen überwinden und gemeinsam für eine bessere Zukunft zu streiten. Aber diese aus meiner Sicht großartige Idee Europas, die steht gerade so ein bisschen unter Angriff. Das ist alles gerade nicht so einfach gerade. Und wir haben eine sehr schwierige Lage einfach, muss man sagen. Da lohnt es sich auch nicht oder es hilft halt nichts, wenn wir sagen, ja, schon drüber, so schlimm ist es gar nicht, das ist relativ schlimm. Ne? Wir haben rechtspopulistische Parteien, die in allen möglichen europäischen Ländern vorwärts schreiten, gute Wahlergebnisse einfahren. Wir haben Regierungen wie die von Orban in Ungarn oder die jetzt in Polen, wo wir uns fragen, die Frage der Flüchtlingsverteilung wurde angesprochen, ja, was ist das Europäische noch an denen und warum sind die eigentlich als Regierung noch in der Europäischen Union, ne? Wenn sie überhaupt nichts von dem teilen, was wir so als europäische Werte vielleicht sehen würden, Solidarität, Pressefreiheit, Diversität, ne? dass eine Regierung kontrolliert wird und all solches, was uns normal erscheint, aber nicht notwendigerweise für diese Regierung. Auch in der Nachbarschaft sieht es nicht gut aus. Ne? Türkei wurde heute auch schon erwähnt, Ukraine, wo es nach wie vor einen Konflikt gibt, oder wenn wir auch in die Nachbarschaft jenseits des Atlantiks schauen, da kann es einem ja auch bange werden dieser Tage. Und ich sehe das ganz genauso, aber für viele Leute steht doch die Europäische Union immer noch als die offene oder der Token, das Sinnbild für eine offene Gesellschaft. Und dann sagen die Leute, nee, das wollen wir nicht, weil sie auch Angst davor haben. Und an sich ist es ja auch nichts Katastrophal ist nichts ganz Neues, dass Menschen Angst haben vor etwas, was ihnen nicht bekannt ist. Dass sie denken, ja Gott, das kenne ich nicht, da muss ich erstmal aufpassen. Das ist ja an sich ganz normal. Wichtig ist genau deswegen aber, dass wir politische Akteurinnen und Akteure haben, die für ein Miteinander sorgen, die dieses Nichtwissen überwinden und nicht auch noch Ängste schüren, die da sind. Ne? Dass man sagt, wir haben hier ein echtes Problem und da machen wir auch was dafür, aber das andere ist halt kein echtes Problem, sondern es ist eine Wahrnehmung, aber das stimmt gar nicht so, weil 1, 2, 3. Was wir stattdessen sehen, ist, dass leider viele Parteien Ängste schüren, weil sie sich davon erstmal ein kurzfristiges, besseres Wahlergebnis erhoffen. Aber das ist halt sehr kurzfristig gedacht. Das schadet uns als gesamte Europäische Union, als Gesellschaften, als Mitgliedstaaten, als Region, als Städte, schadet uns das auf mittel- und längerfristige Sicht ganz, ganz massiv. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir als Grüne, aber natürlich auch andere Parteien, für einen Zusammenhalt eintreten, dass wir Ängste nicht schüren, sondern durchaus ernst nehmen, auch echte Probleme ernst nehmen, da rangehen, aber nicht einfach so auf Stimmungen und Schwingungen aufspringen. Angst ist ein starker Gefühlsfaktor, ne? Und die Rechtspopulisten spielen mit der Angst. Und wir sollten auch auf die Hoffnung, auf die Zuversicht setzen, aber nicht Prinzip Hoffnung im Sinne von Richard Schiefgehen, sondern dass wir auch wirklich was dafür tun, dass wir dafür kämpfen. Jeden Tag und jeder Einzelne von uns. Man kann ja wirklich unglaublich viel tun. Nummer eins, ganz einfach zur Wahl gehen. Das können wir alle, müssen wir alle, weil wer nicht wählen geht, der überlässt halt anderen die Entscheidung. Wie gesagt, die Entscheidung, das kann mal richtig interessant werden. Wir müssen als Partei, alle anderen auch, überlegen, was sind die ganz konkreten, klaren Konzepte, was ist der Unterschied, wie zeigen wir auch, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, wen man hier wählt, warum man uns wählen sollte. Und wir müssen Europa zusammendenken und uns aber auch als Kreis Göppingen, als Baden-Württemberg, als Deutschland, als Teil dieser europäischen Idee, des europäischen Gedankens und des europäischen Miteinanders sehen. Denn wir können alle dazu beitragen, wie Europa funktioniert. Europa ist nämlich immer nur so stark, wie wir es alle zusammen machen. Ich kann da noch eins dazu setzen. Mein Motto für dieses Jahr ist, es gibt nichts Gutes, außer wir tun es.
Denn es kann in der Tat richtig schief gehen, aber es kann auch richtig gut gehen. Aber dafür müssen wir selber ran, wir müssen selber aktiv werden. Die Zeit des, ja, wird schon klappen, ist zumindest für mich vorbei. Ich hoffe, für viele von Ihnen, wenn Sie je in selbige Fallen getappt wären, auch. Wir müssen ran, wir müssen was tun, denn ohne uns, alle von uns, kann es richtig schief gehen dieses Jahr. Und das hoffen wir alle nicht, damit wir nächstes Jahr hier wieder neues Empfang machen in dieser schönen Stadthalle und sagen, jawohl, Mission erfüllt, Europa erstens gerettet, zweitens auch noch weiterentwickelt und jetzt ist es noch toller und nächstes Jahr wird es noch besser. Vielen, vielen Dank.